So Leute, jetzt geht's weiter. Ich schicke jetzt mal gerade die Einheit hier hin, denn ich habe da hinten einen Panzer übersehen. Das ist mir eben schon aufgefallen, das war dann, da war ein Panzer. Und zwar der war, ne, es war ein Auto, hier war er, genau. Cool, hier rein. So, dann wir haben in Reserve einen schweren Panzer. Ja, ich habe echt nur einen schweren Panzer in Reserve. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir einen mittleren. Das ist doch der hier, ne? Wir haben den Feind geortet, Sir. Jetzt müsste ich halt wissen, was welcher Panzer was kann. Der wichtige Kampfpanzer, das ist der. Dann holen wir den. Holen unseren Reparaturwagen und holen uns hier noch so einen Reparaturwagen. Okay, dann geht's halt nur so. Sag mal, willst du mir jetzt erzählen, dass ich jetzt hier nichts holen kann? Verstärkung ist unterwegs, Commander. Okay, dann müssen wir noch irgendwas erobern. Dann werden wir da runtergehen. Ja, ich habe mir die Karte nochmal angeguckt. Ich kann hier unten das erobern, komme aber hier nicht weiter, weil hier gibt es eine Bahnlinie. Das heißt, ich muss hier hinten irgendwas aktivieren. Weil sonst komme ich da nicht rüber. Steht zwar hier nicht, aber irgendwie, ja. Ich nehme an, dass das so eine Art Geheimziel bestimmt ist. Okay, hier ist kein Schiff mehr, schon mal sehr gut. So, du machst deine Reparatur. Und du musst nachher darüber, dann müssen wir amphibisch, ja. Da würde ich sagen, fangen wir hier schon mal an, den amphibisch zu geben. Die haben schon automatisch, okay. Ich werde aber jetzt die Leute noch hier aussteigen lassen, denn ich brauche hier noch einen Panzer. Mit einem Panzer hier lang zu fahren, keine gute Idee. Holen wir den russischen oder den... Holen wir den. Das heißt, dann habe ich eigentlich noch ein Repertoire, genauso einen nachher für rüber zu fahren, wie es aussieht. Weil das ist der gleiche, ne? Ja. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Verstärkung ist unterwegs, Commander. Gut. Kann ich trotzdem hier rein? Ja, dann können die hier. Hier ist alles erledigt, die sind fit, ja. Gut, dann brauchen wir nachher noch so einen und Reparaturfahrzeuge. Schicken wir dann auch hoch. Ich habe doch gerade was angefordert. Wo ist denn das?
Ah, hier kommt's. Das passt. Und hier müsste ich das ja auch schon haben, ne? Und ihr geht hier lang. Ah, das macht die Infanterie schon. Unsere Einheiten stehen unter dem Schutz, Commander. Wir haben den Feind geortet, Sir. Ja, ich hab dich schon gesehen. Wir haben den Feind geortet, Sir. Commander. Das macht die Infanterie. Zack, zack. Scharfschützen. Wir müssen ja noch ein paar Schiffe killen. Und die müssen... Aber hier scheint nichts zu... Doch, da ist was. Sehr schön. Würdest du dich bitte, bitte umdrehen? Danke. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Ah, das Gute ist, jetzt können wir hier wieder ein paar Truppen mehr setzen. Ja. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Der Feind hat den Helipad aufgegeben, Sir. Wir können jetzt Verstärkung anfordern, Commander. Gut, dann bleiben wir hier. Wir haben den Feind geortet, Sir. Du kommst hier hoch. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Holen wir dich. Und dann machen wir gleich noch Einheiten raus.
Oha, da ist ein Panzer noch. Ja, sehr schön. Das kannst dann... Du besetzen. Dann schicken wir den noch hoch. Die stehen da oben, brauchen gar nichts zu kaufen. Moment mal raus, weil dann kann ich... den hier holen. Verstärkung ist unterwegs, Commander. Sehr schön, nochmal drei von denen. Dann werden wir noch Infanterie auch mitnehmen, wo wir dann oben einpacken können, würde ich sagen, zwei Stück. Du. Und du. Ab nach oben. So, Laboraturfahrzeug. Ein weiteres. Wunderbar. Ja, wir brauchen das. Du hast es schon. Und wir brauchen das. Meine Infanterie ist fast schneller als der Panzer. Ja. Na, wo ist er? Na, jetzt brauchen wir es auch nicht zu verschnellern. Wir müssen... Da hinten ist Primärziel, das heißt hier hin, ja. Ja, eine richtig undurchsichtige Karte. So, let's go. Ja, und ihr seid hier unten. Ja, dafür sind diese russischen Panzer echt gut gemacht. So, jetzt bringen wir die erstmal alle in Position. Hierhin. 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 Okay, gehen wir kurz eins zurück. Warum sieht der mich schon? Ah, ich hasse es, wenn ich Positionen-Dinger mache und dann die das einfach nicht schnallen. Wir haben den Feind geortet, Sir. Muss ich da jetzt wirklich Truppen hinschicken? Ja, das sieht so aus. Wir schicken Truppen hin. Die KI wird wieder nervig.
Wir haben den Feind geortet, Sir. Warum bleibt mein Panzer hinten stehen? Unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Als würdest du mich so weit sehen. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Ja, sicher. Ja, es ist echt ein Witz. Manchmal mit der Sicht der KI. Das ist echt manchmal wirklich ein Witz. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Wo? Nirgends. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Das ist halt passiert, weil die Panzer nicht nach vorne gefahren sind. Schon wieder. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Oh, das dauert zu lang, bis sie das aktivieren. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. So, jetzt dürft ihr nichts mehr unter Beschuss stehen. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Doch, hier oben irgendwo. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Wir haben den Feind geortet, Sir. Gut. Ja, diese russischen Panzer sind nicht so schlecht. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Wenn das mir wenigstens mal zeigen würde, wo... Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Ja, aber wo? Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Hier? Ne, da ist nix. Irgend so ein feiger Scharfschütze könnte das sein, wenn Wir ich Pech habe. Feind geordnet, Sir. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Dann kann es nur das hier sein. Dieser Scharfschütze. Obwohl der keine Gefahr ist. Sag mal, willst du mir jetzt erzählen, dass ich die Flagge nicht einnehmen kann, weil da noch ein Scharfschütze steht? Wie schön. Müssen den ganzen Weg da runter das Ding aktivieren. Ja, ich sehe schon. So, was können wir hier holen? Schwerer Panzer. Schwerer Panzer.
Eine Artillerie. Was machst du denn da bitte? Schwerer Panzer? Ist jetzt echt. Schwerer Panzer. Weil so eine Artillerie natürlich auch was Schönes wäre. Lass mich mal kurz was gucken hier unten. Die Artillerie, ja, die will ich haben. Wir haben das Truppenlimit erreicht, Commander. Kann ich mit leben, aber ich habe jetzt eine Artillerie. Den Feind geortet, Sir. Oha! Oha! Komm mal raus. Into that vehicle, quickly! Go, go, go! Use the vehicle! Get the vehicle, quickly! Get the vehicle, quickly! Into that vehicle, quickly! Get the vehicle, quickly! Was ist denn jetzt dein Problem? Steig doch da ein! Ich hab gerade einen scheiß verfickten Bug. Nö, ich kann nicht einsteigen. Dann steig du wenigstens da ein. Als wenn ich im Kindergarten eine Einheit befehligen würde. Ich finde, das ist so schwachsinnig, weil es geht ja nicht um Panzer, es geht ja um die Infanterie und ich kann da jetzt nicht rein. Also tut mir leid, aber das ist ja wohl Käse hoch 10. Ey, das ist ja wohl voll der Käse. Wer ist denn auf so eine scheiß Idee gekommen? Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Ich kann die Einheiten jetzt nicht mitnehmen? Jetzt fühle ich mich total verarscht, ganz ehrlich. Weil eigentlich kann ich in alles einsteigen, was ich will. Apropos, wo ist denn eigentlich meine Artillerienummer so nebenbei?
Ah, hier. Ich kann jetzt in den Panzer nicht einsteigen? Komm, ey, verarsch mich jetzt hier echt nicht. Oder hier rein. Ey, das ist doch so lächerlich. Ey, das ist jetzt wirklich total lächerlich. Warte mal, wir schmeißen... Wir können jetzt Verstärkung anfordern, Commander. Wir können jetzt Verstärkung anfordern, Commander. Ich möchte auf jeden Fall mein Reparaturfahrzeug haben. Ich hoffe, dass er jetzt wenigstens da reinkommt. Wir haben den Feind geortet, Sir. Wir haben das Truppenlimit erreicht, Commander. Er kommt wenigstens da rein. Der mittlere Panzer bleibt dann stehen. Kann ich mit leben. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Wir haben den Feind geortet, Sir. Könntest du bitte da hinfahren, wo ich hin sage? Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Eieiei. So, hier. Hier. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Ja, lass ihn ruhig da kommen. Ich muss jetzt hier eh noch ein bisschen umstellen. Ja, also sowas ist echt ätzend. Okay, und jetzt? Ah, ich ahne es. Ja, Infanterie musste rein, korrekt? Wir haben ein Sekundärziel erreicht, Sir. Gut, dann kann ich jetzt meine Infanterie. Wir haben den Feind geortet, Sir. Hier hin. Ja, würdet ihr jetzt mal bitte euch bewegen? Kann ich dich jetzt wieder rausnehmen, ohne Probleme? Mensch, ey, ey, sowas kotzt an, echt. Sowas kotzt richtig an. Mein Panzer steckt fest. Alter, ist das eine schlechte Wegfindung. Leck mich am Arsch. Ist das eine scheiß schlechte Wegfindung? What's your order, sir? Into that vehicle, quickly! What's the order, sir? Meine, ihr kommt einfach so dahin, ihr könnt den Weg finden? Ich glaube, ich würde jetzt eine Infanterie aufmachen, weil warum soll ich diesen Panzer da jetzt? Irgendeine Infanterie, die wo keine Erfahrung hat? Ja, da haben wir schon mal eine. Den MG-Schützen hier. Ich schick den jetzt einfach hinten irgendwo ins Feld. Das sind 4 Punkte und dann kann ich mir den Panzer da holen. Warum lauft ihr jetzt alle dahin, wenn ich nur eine Einheit dahin schicke? Es ist echt manchmal ein Desaster. Aye, aye, sir. I have
mit dieser KI. Wir haben den Feind geortet, Sir. Alter, Wegfindung, Note 6, das kannst du nicht... Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Wir können jetzt Verstärkung anfordern, Commander. Das ist so lächerlich. Der konnte das niemals sehen. Naja, immerhin, ich kann jetzt den Panzer holen. Stehen unter Beschuss, Commander. Ich meine, sonst hätte ich den Panzer nicht holen können. Das ist aber echt so lächerlich. Mit diesem System. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Kann der mal bitte das Maul halten? Danke. Ey, das kotzt mich so an, dass man das echt so machen muss. Ohne Witz, das ist doch ein Witz. Ich brauch Sicht. Scharfschütze. Ja, es kommt schon aus seinem scheiß Rattenloch raus. Ja, jetzt kann ich den mal kurz rausnehmen, dass der den mal heilen kann. Wow, zwei Sunnies, ey, die haben echt übelst Probleme. Och Leute, das kann doch nicht sein, dass das so lang dauert. Pff, Wahnsinn. Ne, Quatsch. Hierhin. Hierhin, ja, ja, ist schon okay. Wir haben den Feind geortet, Sir. Autosave. Stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander.
Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Wir haben den Feind geortet, Sir. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Okay. Weiter vor. Hier was gucken. Ja, komm, wir beenden es. Ja, fahren noch 10. Ziel erreicht. Nicht, Commander. Okay. Die seltsamste Mission ever, aber ist in Ordnung. Da oben waren noch Einheiten. Ja, ich habe das Gefühl, dass das ist so ein Geheimziel ist, alle Einheiten killen. Und? Ja, es könnte sein. Wäre möglich. Aber wie gesagt, die Geheimziele interessieren mich eigentlich jetzt nicht mehr so, weil sie bringen eh nichts. Sie bringen wirklich nichts, also ich sehe es keinen Vorteil. Ich habe das jetzt schon mal getestet, sie bringen echt keinen Vorteil. Ich tippe mal so alle Einheiten killen, dass das so das Geheimziel war, bestimmt. Aber gut. Oder vielleicht in irgendein Gebäude rein, könnte auch sein. Okay, ja, was soll man zu der Mission sagen? Irgendwie ist okay. Was mir jetzt nicht gefällt, ist mit diesem, wenn ich Infanterie habe, muss ich doch in Panzer reingehen, ob ich jetzt da das Limit erreicht habe oder nicht. Ich kann es ja verstehen, wenn ich ja keine Infanterie mehr kaufen kann, keinen Panzer mehr kaufen kann. Aber wenn ich was finde und habe Infanterie auf dem Feld, muss ich doch da reingehen können. Ja, das ist ja so ein Käse, echt. Echt, und ja. Gut, das war's von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter. Bis dann und ciao.